Bom menino do coração! Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Hier seht ihr noch das Weltkulturerbe der UNESCO. Die schwimmende Brücke ist unter uns. Auf dem offenen Meer seht ihr zwei wunderschöne Regenwolken. Das ist die Hafeneinfahrt von Curaçao mit diesem wunderschönen, aber auch wirklich sehr, sehr großen Kreuzfahrtschiff, was da vor Anker liegt. Dort befindet sich der Megapier und bei Megapier gibt es einen der wunderschönsten Wracktauchplätze der Karibik und den zeige ich euch heute in diesem Tauchvlog. Ich habe das Ganze mal aus einer etwas anderen Perspektive aufgenommen, nämlich von der anderen Seite. Und wir sehen hier vorne das große Kreuzfahrtschiff und ca. 75 bis 100 Meter hinter diesem Kreuzfahrtschiff befindet sich in 30 Metern Tiefe das Wrack der Superior Producer. Wir sind hingegangen, haben unsere Ausrüstung fertig gemacht, haben die auf den Pickup geladen, sind circa von Westpans so circa 40 bis 45 Minuten nach Willemstadt gefahren, haben das Auto geparkt, unsere Ausrüstung angezogen, sind dann so circa eine Minute zu dieser kleinen Bucht gegangen und sind dann rausgeschwommen aufs Meer, denn dort liegt das Wrack der Superior Producer und das zeige ich euch heute mal ein bisschen näher. Das Schiffswrack ist 72 Meter lang. 1957 gebaut worden, hier seht ihr das Ganze, und 1977 gesunken. Wieso, weshalb, warum, erzähle ich euch gleich. Erstmal zur Tauchgangsplanung. Unser Plan war, dass wir zum Bug des Schiffes schwimmen, also sprich zum vorderen Teil des Schiffes. Dann tauchen wir ab in den Frachtraum und tauchen gemütlich durch den Frachtraum durch. Gehen an der Backbordseite des Schiffes raus aus dem Schiff und tauchen dann in den unteren Teil der Kabine ein. Durch die Kabine führt eine Luke in die Brücke, also sprich oben in die, obere, äh, ja, in die obere Brücke. Und dann können wir da seitlich raustauchen. Das war der Plan für diesen Tauchgang. Das Problem war, wir hatten wirklich sehr, 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 sehr starke Strömung. Mit die stärkste Strömung, die ich bisher erleben durfte, werdet ihr aber gleich noch mal sehen. Also, wir fangen erstmal an, wir haben unsere Ausrüstung angelegt und sind losgelatscht. Das Ganze ist relativ einfach zu erreichen, allerdings muss man auch ein bisschen Glück haben. Man darf an diesem Tauchplatz nur dann tauchen, wenn kein Kreuzfahrtschiff am Megapier vor Anker liegt, aus Sicherheitsgründen. Es gibt Telefonnummern oder Internetseiten, wo man sich darüber vorab informieren kann. Es ist verboten, wenn Kreuzfahrtschiffe dort liegen, dort zu tauchen. Der Tauchplatz ist wirklich auch nur für erfahrene Taucher. Äh, angesehen. Ist auch wirklich nicht gerade einfach. Ähm, gerade der Einstieg hat noch ein paar Seeigel am Start und da sollte man schon so ein bisschen erfahrener sein, auch äh, da das Ganze nicht gerade ungefährlich ist. Wir haben uns dafür auch extra einen Guide geholt, der das Wrack schon mehrmals betaucht ist, einfach weil wir uns hier überhaupt nicht auskannten und derjenige uns dann sagt, okay, worauf wir aufpassen müssen, etc. Wir hatten außerdem Glück, dass unser Einstieg, den ihr jetzt hier gerade seht, wirklich sehr, sehr wenig Brandung hatte, also nicht wirklich sehr hohen Wellengang, was das Ganze für uns ein bisschen leichter gemacht hat. Aber ich sage euch eins: diese rutschigen Steine waren wirklich schon, ich nenne es mal nicht so angenehm, Freunde. Also da muss man ein bisschen Geduld haben. Und nachdem man dann einmal so das ja, hüfthohe Wasser erreicht hat oder so Brusthohe Wasser, konnte man dann sein Tauchjacket aufblasen und konnte dann ganz gemütlich zum Wrack rausschwimmen. Das werdet ihr jetzt gleich hier sehen. Hier ist jetzt ein weiterer Schnitt. Da habe ich dann meinen Tauchjacket aufgeblasen. Sprich, da habe ich so eine Luftblase auf meinem Rücken, habe meine Flossen angezogen und paddel dann ganz gemütlich auf dem Rücken liegend äh, raus zum Tauchplatz. So, ganz kurz nochmal zum Schiff. Wie gesagt, 1957 ist das Schiff gebaut worden, 1977 gesunken. Es steht aufrecht in einer Tiefe von 30 Metern, 72 Meter lang ist das Schiff. Damals wurde das Schiff beladen mit Kleidungsstücken, wie zum Beispiel Jeanshosen und mit Whisky und es gibt sehr viele schöne Geschichten um diesen gesamten Tauchplatz, da komme ich gleich zu. Erstmal vorab, wir hatten das Problem, wir hatten enorm viel Strömung. Ihr seht jetzt rechts den Kameramann, der wird schon einfach so ein bisschen komplett abgedriftet und ich habe vielleicht habt ihr so ein bisschen mal in den vergangenen Videos drauf geachtet, wie schnell ich mit meinen Flossen schlage. Im Normalfall bin ich ganz entspannt und bin eigentlich ganz ruhig. Der Robert wird jetzt gleich die Kamera mal auf mich richten. Er wird jetzt gleich mal nach links rüber schwenken, denn dort ist der dicke Krieger. Und der dicke Krieger hatte mit dieser Strömung doch ordentlich zu kämpfen. Ihr seht jetzt schon vor uns, die Taucher driften ein bisschen ab. Er muss hier auch schon ein bisschen paddeln, äh, gerade auch noch mit der Kamera. Und ja, jetzt kommt der Krieger und achtet mal drauf, wie der Krieger am Strampeln ist. Da ist ordentlich Zug hinter. Da benutze ich auch schon die Hände, weil ich habe ja auch einen CW-Wert wie eine Tür, muss man ganz ehrlich so sagen. Und das war schon krass. Dann guckt man hier ein bisschen rum und was sieht man da? Ey, guck mal hier, großer Barracuda da vorne. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr ihn hier seht, den werdet ihr auf jeden Fall am Ende des Videos auch nochmal sehen. So, wir hatten auf jeden Fall, ihr seht es auch an den Luftblasen, die dort direkt quasi weggezogen werden von dieser Strömung. Man muss sich das einfach vorstellen wie ein wirklich richtig heftiger Wind, gegen den man ankämpfen muss. Und da man nur eine begrenzte Atemluft dabei hat muss man da mit ein bisschen ordentlicher haushalten und gegenströmung äh, zu tauchen ist wirklich sehr sehr anstrengend wir hatten auch einige taucher die uns entgegenkamen oder beziehungsweise an der oberfläche uns entgegenkamen die gesagt haben nee wir haben abgebrochen das war uns zu anstrengend und ich habe Gott sei Dank schon äh, so ein bisschen mitgedacht und habe noch eine zweite atemflasche mit dabei die ich mir vor dem körper geschnallt habe habt ihr vielleicht schon gesehen da seht ihr gerade so die die erste Stufe mit dem, mit dem Barometer, ähm, um einfach ein bisschen mehr Luft zu haben. Und das war definitiv hier eine sehr, sehr gute Idee. Auch etwas, was man nicht sofort machen sollte, das Wrack direkt anfassen, bevor man irgendwie was gecheckt hat. Aber es war einfach so, ich wollte einfach nur in den Frachtraum, denn dort konnte man sich so ein bisschen ausruhen. Dort hatte man so ein bisschen ja, Zeit zum, ich muss es wirklich so sagen, zum Durchatmen. Deshalb direkt hier absinken, ab runter in den Frachtraum. Man hatte wirklich am Anfang gar keine Zeit sich gemütlich auszutarieren etc. Es ging direkt los und es hat direkt gefiffen. Nachdem wir dann im Frachtraum angekommen sind, unser Tauchlehrer hat übrigens unser Tauchguide hat immer gefragt, hey ist alles in Ordnung, ist alles cool, denn damals als das Schiff gesunken war, wie gesagt mit Jeans und Whiskypullen an Bord, ähm, waren sehr viele Taucher dort und wollten das Schiff plündern und einige hatten echt Probleme mit, weil es ist halt ein Tieftauchgang bis 30 Meter äh, und das ist nicht so ganz ohne. Und da gab es so die ein oder andere Dekompressionskrankheit. Das Schiff ist deshalb gesunken, weil es einfach falsch beladen worden ist. Dazu gab es dann noch ordentlichen Seegang. Die Ladung war nicht gesichert, ist hin und her geschwappt. Der Seegang hat das übrige getan. Das Schiff hat dann noch versucht, so in den Hafen zu kommen. Aber die, ähm, ja, die Aufsicht hat die Hafenaufsicht hat gesagt: Nee, nee, Freunde, wir wollen euch hier nicht irgendwie ähm, vor den Türen äh, oder vor, unserem, vor unserer Hafeneinfahrt liegen haben. Deshalb haben sogenannte Taktboote, also diese, diese Hafenzugboote, haben das Schiff rausgezogen, dort, wo es jetzt heutzutage liegt, und dort ist es dann gesunken. So, ich habe Robert gerade schon gezeigt, so, hey Freundchen, ich habe nur noch 150 Bar auf meiner Hauptpulle, uh, einfach um ihm zu zeigen, hey, das war doch ganz schön anstrengend. Auch Robert hatte mit dieser Strömung ordentlich zu kämpfen und war definitiv nicht gerade so einfach. So, nachdem wir dann den Frachtraum verlassen haben, mussten wir wieder die Backbordseite oder an der Backbordseite wieder gegen die Strömung ankämpfen. Ihr werdet gleich äh, definitiv sehen, wie wir damit zu kämpfen hatten. Unser Tauchguide ist vorgeschwommen mit seinem äh, Kollegen und dann kamen wir. Ich bin jetzt hier ordentlich am Paddeln und ihr seht jetzt, äh, gleich, dass ich so gar nicht vorwärts komme. So wirklich ganz wenig. Und ich bin am Strampeln bis zum Gehen mehr. Und das war wirklich richtig, richtig ordentlich. Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht im Nachhinein. Hier seht ihr auch der, den Kollegen mit der Kamera, der definitiv ein bisschen stromlinienförmiger ist als ich. Auch der musste ordentlich, äh, ordentlich paddeln. Und dann sind wir hier unten in den... Ich weiß gar nicht, wie man diesen Raum nennt. Aber auf jeden Fall, da sind wir reingegangen. Also sprich der... Diese Kabine, von der man aus in die Brücke kommt, da sind wir reingegangen. Das Wrack ist mit einer Vielzahl von Korallen, äh, orangefarbenen Neptunsbechern, Rohrenschwämmen bewachsen. Und es sind sehr viele große Barracudas, Tapunenschwämme drumherum, was wirklich sehr, sehr schön ist. Ähm wie gesagt, es ist ein Tauchgang für erfahrene Taucher. Ich habe mir hier auch meine erste Tauchverletzung quasi zugezogen, meine erste richtige Tauchverletzung. Denn beim äh, Ausstieg aus, dem, aus der Kabine gab es eine Feuerkoralle und ich tauche ja in einem 3 mm kurzen äh, Tauchanzug, einen sogenannten Shorty, und habe mit meinem linken Unterarm diese Feuerkoralle berührt und habe mir da so eine kleine Verbrennung zugezogen, die ich jetzt immer noch sehen kann. Der Tauchgang ist jetzt ungefähr, ich schätze mal knapp zwei Wochen her. Und ich habe diese Verbrennung immer noch, was ich äh, ziemlich krass finde. Ich glaube, die wird auch bleiben. Ein sogenanntes Ocean-Tattoo. Ein natürliches Tattoo. Naja, passiert halt. So, ihr seht hier drin auch, dass hier gerade so ein bisschen, äh, ja, die, die Sedimente so ein bisschen aufgewühlt worden sind, weil wir kamen dort halt rein, haben noch ordentlich mit den Flossen geschlagen. Und ähm, dadurch ist das Ganze so ein bisschen aufgewühlter tauchen jetzt hier gerade nach oben, zumal es waren auch sicherlich einige Taucher noch vor uns. Dort alleine tauchen ist eigentlich, glaube ich, nahezu unmöglich, denn sobald die Kreuzfahrtschiffe weg sind, wir haben dort bestimmt, ich denke mal, 15, 20 Taucher insgesamt gesehen und als wir im Wasser waren, waren sicherlich nochmal eine Truppe von 5, 6 anderen Tauchern dort. So. Der Tauchguide ist äh, vorgeschwommen, sein Kollege hinterher. Jetzt als nächstes komme ich und ich muss ehrlich sagen, sowas macht mit am meisten Spaß, wenn man da so ein bisschen darauf achten muss, dass man, dass man nirgendwo andützt, dass man, dass man ziemlich vorsichtig äh, sich da, sich da durchquengelt, sage ich mal. Gut, ich habe jetzt hier noch meine weitere äh, Flasche mit dabei. Einfach. Aus dem Grunde, weil ich wusste, es ist ein 30-Meter-Tauchgang und ich wusste ja nicht, wie lange bleiben wir unten. Und ich wollte einfach nicht der Spielverderber sein, der dann sagte: äh, Freunde, meine Luft ist jetzt meine Atemluft, es geht jetzt hier zur Neige. Äh, deswegen habe ich mir eine sogenannte Stage mitgenommen, die ich mir angehangen habe. Das ist nochmal eine zusätzliche 8-Liter-Pulle. Und äh, damit kann ich dann ordentlich lang in dieser Tiefe unter Wasser bleiben. Ist einfach so ein bisschen komfortabler und ich muss mir Bisschen weniger Sorgen machen, zumal wenn ich wirklich ein Problem haben sollte, habe ich einfach eine zweite Flasche mit dabei, die mir zur Not äh, noch entgegenkommen kann und mir helfen kann. So, Robert war der Letzte, der mit hochgekommen ist, hat jetzt hier noch mal so ein bisschen das Ganze gefilmt und ihr seht jetzt hier, zack, jetzt kommt er nach oben. Und hier oben war, wie gesagt, gar keine Strömung, es war halt im Strömungsschatten, so nennt man das Ganze des Wracks. Und wir konnten halt hier ganz gemütlich äh, uns noch ausruhen. Aber wir wussten schon, hey, jetzt gleich äh, geht, es, äh, geht es wieder raus. Was ich sehr komisch fand, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Deckenhöhe. Denn man versucht ja irgendwie, sich dann so ein bisschen dahinzustellen. Das ging definitiv nicht. Ich schätze mal, die Deckenhöhe war so 1,90 Meter. Und wenn ich dann mit meinen 2,1 Meter versuche, irgendwie äh, da zu stehen, dann ging das nicht. So, jetzt beim Ausgang werdet ihr gleich sehen, gibt es so eine orangefarbene Koralle. Die Feuerkorallen habe ich euch im Ägypten-Video schon mal gezeigt. Ihr werdet sie jetzt aber gleich nochmal sehen. Und ich bin mit meinem linken Arm wahrscheinlich entweder oben äh, an, der, an der Reling dagegen gekommen oder ich, ich weiß es, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht, wo ich dagegen gekommen bin. Auf jeden Fall schön bewachsen war das Schiff, auch wenn ich jetzt hier ja leider... Äh, da war es schon zu spät. In der Situation war es schon zu spät. Ich weiß nicht, ob es hier vorne die kleine Koralle war, die ihr jetzt hier oben drauf seht. Oder ob es oben äh, auf der Reding war. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall bin ich dagegen gekommen. Und es hat richtig gewarnt, Freunde. Das hat noch so zwei, drei Tage nachgebrannt. Jetzt heißt es hier wieder draußen mitten in der Strömung. Strampeln, strampeln, strampeln. Ihr seht auch die, die Luftblasen, die unten aus dem Wrack kommen. Die dann quasi hochgeblasen werden und die dann direkt von der Strömung erfasst werden. Das war schon äh, wirklich sehr, sehr ordentlich. Wir haben dann noch kurz versucht, uns hier am äh, Heck des Schiffes noch mal ein bisschen aufzuhalten. Aber das war nicht wirklich sehr komfortabel. Das hat auch unser Tauchguide äh, gemerkt und hat dann gesagt, Freunde, pass auf, das war ein schöner Tauchgang. Wir haben schön was gesehen. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Wir sind dann rübergeschwommen ans Riff, was halt direkt vorne vor anlag. Und wenn man sich dann auf... Ja, ziemlich nah ans Riff heran drückt, sage ich mal, wenn, wenn man kurz so über das Riff rüber taucht, äh, dann merkt man auch die Strömung nicht, weil da ist sie wesentlich weniger, als wenn man dann wie hier der Kollege mitten äh, im offenen Bereich ist. Wir sind dann rübergetaucht, getaucht, da gab es dann jetzt gleich noch einen wunderschönen Barakuda. Ich kann euch, wie gesagt, wenn ihr in Curaçao seid, das war definitiv mit einer unserer schönsten Tauchgänge, die wir dort gemacht haben. Zumal wir das Wetter auch noch hatten. Hier wurde wahrscheinlich noch ein Wracktauch-Schein äh, gemacht und der wurde bestanden, da wurde noch gratuliert. Ein sehr, sehr schönes Wrack, auch wenn wir halt mit der Strömung ordentlich zu kämpfen hatten. Aber äh, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hoffe, dass euch auch das Video gefallen hat. Wir gehen jetzt so langsam schon äh, dem Ende entgegen. Das war das Wrack der Superior Producer. Wie gesagt, 72 Meter lang, 1977 gesunken, 1957 gesunken. Gebaut. Vollkommen aufrecht in der Tiefe von 30 Metern steht das Wrack. Ähm, es gibt dort schöne Barracudas. Der Einstieg ist ein bisschen tricky. Es kann eine ordentliche Strömung geben. Ihr seht auch hier, es gibt eine, eine Menge Taucher. Ich wäre gerne nochmal tauchen gegangen, aber dadurch, dass halt die Kreuzfahrtschiffe ähm, dort vor Anker liegen, war es leider nicht möglich. Hier seht ihr jetzt noch den Barracuda. Der war wirklich auch groß. Also irgendwie, ich schätze mal so 1,20 Meter oder so hatte der Kollege. Also der hat uns dann noch verabschiedet. Und sollte euch das Ganze gefallen haben oder solltet ihr Fragen haben, schreibt mir einen Kommentar, hinterlasst mir eine Bewertung. Ich bin raus. Gut Schuss, bis zum nächsten Mal. Euer Commander Krieger. Tschüss.